So, 2, 3, der Artefax of Power. Heute vor der Akademie. Los geht's. Nicht zum ersten Mal mussten unsere drei Helden aus heiterem Himmel ihre Pläne ändern. Denn aus großer Macht folgt große Verantwortung. Das Artefakt der Seele besaß arkane Kräfte der Wiederauferstehung, sodass unsere drei Helden unsterblich waren und große Taten vollbringen konnten. Und meist wurden sie nicht gefragt, ob sie es überhaupt wollten. Ich verstehe noch immer nicht, wie die Magie des Trine funktioniert. Wenn wir zusammen sind, bündelt das Artefakt unsere Ichs und unsere Körper sind nur Projektionen, Schatten der Realität. Amadeus, ich bin kein Schatten. Ich könnte ein ganzes Wildschwein verspeisen. Könnte ein Schatten das? Pontius, ich meinte das doch nicht wörtlich, sondern als Metapher. Benutzt man Metaphanol nicht, um Farbe wegzumachen? So, genug gelabert. Los geht's. Echt anstrengend, ständig sein normales Leben zu unterbrechen, weil ein magischer Kerzenhalter unsereins mit Vorliebe Hals über Kopf in irgendwelche Abenteuer katapultiert. Ich war mitten in einer waghalsigen Rettungsaktion. Ja, komm, Laura. Wir sind hier in der Nähe der Astralakademie. Kein guter Ort für ein Abenteuer. Hier habe ich schon alles mitgehen lassen. Labert nicht so viel, sondern spielt lieber. So. Können wir wenigstens hier alle drei Figuren benutzen. So. Nehmen wir die geile Kiste hier. Und dann schieben wir das hier runter. Na. Wunderbar. Weiter geht's. So. Erstmal überlegen, wie die Scheiße hier war, ey. Nee, warte mal. Da können wir doch die Kisten hier nehmen. Na. So, einmal. Und zweimal, dann müsste das halten, ne? Ja, sag ich doch. Ein Teich, natürlich. Die Mauer können wir einschlagen. Zack. So, weiter jetzt hier. Ach nee, wir müssen ja tauchen, oder? Genau. Jetzt mal was anderes hier unter Wasser. So, da unten waren wir schon. Warum führt der Weg zur Astralakademie durch einen Lilienteich? Wegeplanung gehört leider nicht zum Lehrplan. Weil es einfach so ist. Und fertig. So. Hier können wir uns rüberhangeln. So einfach und so gut. Noch ein Stück. So, dann können wir wenigstens hier. Boah. Das war knapp. So, weiter jetzt. Lassen wir uns hier mal ganz gemütlich drehen. So, jetzt. Jetzt wird's lustig. Gucken, ob das auch so funktioniert. Nee, leider nicht, ey. Scheiße.
Das bringt nicht viel, ey. So, das hatten wir schon mal. Jetzt ist er sauer. Boah, scheiße. Friss das, Alter. Boah, das war knapp, ey. Komm, einen Schlag noch. Hoppala. Boah, scheiße. Jetzt müssen wir da hoch. Wunderbar. Eine seltsame Wolke strömte aus dem leblosen Monster und verflüchtigte sich nach kurzer Zeit. Das ist schwarze Zauberei! Seht her! Das Monster, es besteht aus Abfall. Es besteht aus was? Hä? Ich habe eine Idee. Geben wir doch dem Twine einfach unsere Kräfte zurück, dann wären wir wieder frei und ganz normale Menschen. Freiheit. Das klingt verlockend. Die Helden hatten ihre Kräfte durch Berühren des Artefakts erhalten. Und so wollten sie es nun umgekehrt versuchen. Es scheint nicht zu klappen. Stellt euch vor, dass ihr eure Kräfte zurückgebt. Wie wär's, wenn ich dem Ding einfach einen Pfeil Nein! Genau. Kloppen, feilen. Sieht doch mal richtig die Bombe aus hier, ey. Es ist schlimmer gekommen, als ich befürchtet hatte. Die Wolke fliegt zur Akademie. Na toll, und jetzt ist es noch schlimmer. Das bedeutet wohl... Wir folgen ihr! Und da wollen wir hin. Genau. Auf dem Weg zur Akademie. Warte mal, bevor wir hier runterrennen, legen wir uns hier noch so eine Kiste hin. Nein! Ich hab da extra da eine Kiste hingelegt, ey, so eine Scheiße, ey. Ach, Mann. Sie ergreift Besitz von den Wurzeln. Egal, die machen wir flott. Sehen, dass sie genauso schnell zu besiegen sind wie der Großen. Es wird hier Fußball gespielt. Boom, Alter. Ja, stehst du nochmal auf? Nee. Stehst du nochmal auf? Nee. Dann können wir ja hier hoch. Zack, zack. Gut, die hatten wir schon. Dann können wir ja weiter. Na, ich war ein wenig überrascht, dass Soja geschrien hat, als das Artefakt zerbrach. Warte mal, du meinst wohl Amadeus? Ich hab nichts dergleichen getan. Also, wenn keiner von euch geschrien hat, wer war's dann? Keiner. Nein, noch ein Stück höher. Moment. Na, geht da hoch. Boah. Hammer. Ach, guck mal, der kann der auch. Der kann, glaube ich, alle Figuren, ne? Sehr geil. Wenn ich jetzt erschießen kann, kaputt machen kann, ist der Hammer, ey. Da ist eine Akademie, okay. Da ist noch eine Kiste. Naja, also, wie das hier funktioniert, habe ich überhaupt gar keinen Plan. Ja,
Also müsste es heute noch wenig. Warte mal. Ach, das funktioniert nicht, scheiße. Die geht sofort wieder zu. Also, ich hab keine Ahnung. Wie man das festmachen kann. Das ist bescheuert, ey. Komm noch gar nicht hin, ey. Das ist sofort zu scheiße, ey. Na, hab ich keine Ahnung, ey. Wir müssen mal weiter gehen, ich habe keine Ahnung da oben. Jetzt angle ich schon so lange und hab nicht das geringste gefangen. Wie viel Pech kann man haben? Ja, warte mal, den könnte man helfen. So. Ja, genau hoch. Zack. Endlich! Es gibt Fisch zum Abendessen. Na los, schnapp dir das da. Wunderbar. Dann können wir hier schmeidig weitermachen. Also so ein Riesenfisch. Geil. Warte mal, da oben ist noch was. Da könnten wir gleich hochrennen. Dreht sich das automatisch? Oh, dann machen wir es halt so. Ha, geil. So, haben wir hier noch was? Och, nee, ey. Weg mit euch. Keine Zeit für euch. Na, sag mal. Noch mehr Wegeplanung deiner Kollegen? Ach du Scheiße. Garantiert irgendwas dabei gedacht haben. Ja, ein bisschen. Halt. So. Ach, scheiße. Das war nicht gut, ey. Scheiße, ey. Noch nein. Ach, das gibt's nicht, ey. Nein.
nochmal. Ich bin mir nicht sicher. Nicht zum ersten Mal mussten unsere drei Helden aus heiterem Himmel ihre Pläne ändern. Denn aus großer Macht folgt große Verantwortung. Das Artefakt. Nein! Jetzt angle ich schon so lange und hab nicht das geringste gefangen. Wie viel Pech kann man haben? Nochmal von vorne die Scheiße. Endlich! Es gibt Fisch zum Abendessen. Oh Mann, ey. Los, beweg dich. Komm, seil dich. So, von vorne hier die Scheiße. So. Können wir es endlich weitermachen? Noch mehr Wegeplanung deiner Kollegen? Sie werden sich garantiert irgendwas dabei gedacht haben. Oh, das ist eine Scheiße hier, ey. Na los, hoch mit dir. Na ja, wunderbar. Mama mir hier, ey. Scheiße, wie komme ich denn da hoch, ey? Oh nein! Gibt's doch gar nicht, ey. Ist ja Hammer, ey. So, da oben haben wir noch ein paar. So, dann können wir hier ganz gemütlich hochklettern. Oh Mann, ey. Pontius, du bist mit uns gekommen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Aber warum sollte Pontius der Mutige freiwillig auf seine magischen Kräfte verzichten? Ich finde den Trine ziemlich ungerecht, weil unser Abenteuer nur auf eine sozioökonomische Klasse abzielt. Wie bitte? Wir retten ständig nur Könige und Prinzessinnen. Was ist mit den Schafen? Das wird ja hier immer besser, ey. Kommen wir hier hoch. Sauber. Können wir es hochhangeln, ne? Ne? Oh Mann, ey, wie denn das, ey?
Aber wie komme ich denn da hoch? Warte mal. Ich wollte schon sagen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Nein, du bleibst hier. Na, sag mal. Geh da mal da hoch. Ist die blöde? Ach, Mann. Halt ihr den anders? Ey. Wir sind hier unten, aber wir wollen da hoch. Geh doch mal da hoch. Oh Mann, ey. Na, ja, soll kurz mehr machen hier, ey. Die geht nicht auf die Schwatze, ey. Na, geht doch, ey. Mann, ey. So, komm ich hier hoch? Mann, ey, die kommt dann nirgendwo hoch, die Alte, ey. Ist doch scheiße, ey. Oh Mann, ey, wie komme ich jetzt da lang? Ich sag mal, gehst du da hoch? Na, geht doch, ey. Um die Gleise. Gute Frage, ey, wie ich da hinkomme, ey. Na, Moment. Na, geht doch, ey. Das ist nicht mehr sauber. Ah, kommt her, ey.
Oh, stirb doch, ey. Moment. Wollte schon sagen. 118 von 15, ey, das ist ja nicht. Na, sag mal. Gehst du da hoch? Das wird ja immer besser hier. Oh Mann, ey, was haben wir denn hier für eine Scheiße, ey? Da mal da hoch, du blöde Schlampe. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Stopp. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, bis dann.